Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal. Ich bin Mike, schön, dass ihr wieder mit anwesend seid. Ja, ich habe ja im Off noch diese Brücke hier gebaut. Ist zwar nicht ganz so gerade, aber naja. Sieht einfach cool aus. Und auch die Fahrzeuge kommen noch dementsprechend unten durch. Hat sogar noch eine Kreuzweiche obendrauf. Die Signale, die können wir jetzt noch platzieren. Hier vorne und da hinten. Beim Bahnhof. So. Und hier soll unser Stahlzug dann, ja, also unser Zug dann den Stahl abholen für die Schiffe da oben. Und damit das geht, ist das natürlich so, dass wir hier noch da unten irgendwie zu den Gleisen ran müssen. Das dürfte eigentlich auch noch ein bisschen schwierig werden, hier unten ran zu kommen. Wobei, es geht eigentlich noch. Ja, wir müssen einfach da unten ran. Ja, es ist nicht ganz so schnell, aber die Züge fahren ja auch nicht dementsprechend schnell. Hier vorne sind wir ja eh schon, glaube ich, knapp beim Tunnel. Irgendwo, mal schauen, wo der ist. Ja, hier vorne. Das heißt, wir können das jetzt einfach zusammenhängen. So, Signale fehlen noch. Danach geht es zum Zugkauf. Auch mal noch das Signal hin. Wird zwar doch, es wird benötigt, weil hier geht es doch noch schon auseinander. Um da hinten reinzukommen. Die Gegenstrecke können wir hier unten mal signalisieren. Hier eigentlich auch gleich noch mitmachen. Die haben. Hier muss ich wieder aufpassen, sonst setze ich dann das Signal wieder oben hin anstatt unten. So. Habe ich es jetzt in der Richtung hoffentlich. Ja, sollte eigentlich stimmen. Müsste hier nochmal eins, ja. Reicht das nämlich schon? Das reicht auch. Gut. Wir bräuchten hier die Linie. Das Eisenerz. Na, wo haben wir den Zug, den? Schienen, Sydney, Eisenerz, Getreide, Umschlag. Ja, das war eigentlich ursprünglich der, der unten durch sollte. Ach nee, das, der hält hier oben eh an. Glaube ich, nur der auf der Linie. Naja, da ist nur der auf der Linie unterwegs. Ah, den Stahl befördern wir natürlich hier hinten mit dem Zug. Ja, alles klar mit dem Holzzug. Oh, neue Fahrzeuge. Das sind alles ein bisschen. Nur ein bisschen langsam. Eigentlich können wir jetzt eine separate Linie noch, eine zweite machen, die hier oben das Holz noch hin, den Stahl noch hinliefert. Weil man sieht schon, hier liegt überhaupt noch nichts rum. Na
gut, wir müssen hier natürlich auch abfordern, ist ja auch klar. Jetzt würde ich sagen, wir könnten hier mal versuchen, Werkzeuge hinzuliefern. Ah, da hinten sind die Häuser, auch doch, die sind dran. Ich dachte gerade, die sind eigentlich nicht mehr am Nahverkehrsnetz dran, aber es sieht immer noch relativ gut aus. Also, wo braucht ihr denn das Werkzeug? Idealerweise natürlich hier vorne. Sehr schön. Das hier hinliefern. Ja, da haben wir nicht alles dran. Hinten fehlt es eben. Aber ich glaube, hier könnte es gehen. So, hier hindüsen. Mit den LKWs. Dann ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Wir könnten hier natürlich über die breite Straße gehen. So breit ist die jetzt gar nicht. Können wir die noch vergrößern? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja, wir reißen hier halt wieder ein paar Häuser ab. Ja, braucht uns eigentlich nicht zu interessieren, weil machen müssen wir es ja eh schon. Aber auf eine Überlandstraße. Ja, das geht dann eben hier nicht. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, toll. Na gut, dann müssen wir hier auch noch ein bisschen umbauen. In diesem Fall. Oh, das sieht sowieso relativ scheiße aus. Jetzt wieder. Völlig verpackt. Okay, das machen wir neu. Also kommt das hier mal weg. Stresschen. Hier bitte ein bisschen weiter gerade unten durch. So, dann mal schauen, wo wir da rauskommen. Na gut, wir können hier natürlich mal gucken, ob wir da nicht die Straße sogar da unten durchkommen. Scheint nicht zu gehen. Ja, Brückenpfeiler-Kollision. Schauen wir mal, dass wir die Straße zuerst irgendwie hinkriegen. Natürlich elektrisch wegen den Trommen. Das geht eigentlich relativ gut. Hier so mit einem kleinen Schlenker. Jetzt haben wir hier natürlich zwei vorne. Schauen, ob das funktioniert. Ja,
Ja, wenn wir den ein bisschen runterdrücken, fällt mir das hier nicht so wirklich. Also ist es, glaube ich, schon gerader. Waren wir mit dem mal rasch da durch. Ja. Es hat noch einen Hügel drin, aber es sieht schon wesentlich besser aus. Da kommt gerade ein Zug. Ja, voll besetzt, wie man es nicht anders gewohnt ist von denen. Das war der. Und der andere. 53 Passagiere, ja, können wir so belassen. Gut, können wir hier eigentlich gleich mal weiter düsen. Automatisch. Mal schauen. Hier sogar noch mit einer breiten Straße rankommen. Sogar gehen. Das würde sogar passen. Das wäre eine typische Stelle für einen Kreisel. Eigentlich. Kreisel haben wir, glaube ich, noch nicht. Nö, haben wir nicht. Aber das wäre eine prädestinierte Stelle dafür. Hm. Na gut, wir lassen es jetzt mal. Wir können das immer noch umbauen. Wichtig ist erstmal, dass wir hier einfach mal rankommen. Dass wir hier noch ein LKW-Terminal hinkriegen. Das ist eigentlich mal das Wichtigste. Das LKW-Terminal würde ich hier relativ großzügig ausbauen. Wieso müssen wir den hier hinsetzen? So, dass wir ja auch den Hafen noch an der Angel haben. Doch zu weit unten. Müsste eigentlich passen. Natürlich haben wir jetzt den Ausfahrt halt auf einer falschen Seite. Stört mich aber nicht weiter, weil ich will hier sowieso noch was umbauen. Und zwar, dass wir hier mal die Straße hier. Ja, jetzt sind wir im Minus. Okay, wir können im Moment nichts rumbasteln. Ja, ein bisschen viel investiert im Moment. Umbau. Also hier vielleicht eine Einfahrt hinsetzen und da eine Ausfahrt.
Eigentlich müsste man die Ein- und Ausverfasste hinten hinsetzen. Eigentlich müsste die eine hier sein. Ja, ich bin jetzt hier halt zu nah dran, dass das nicht geht. Gut, wir können natürlich alle hier hinten rausschicken, das können wir auch machen. So, alle hier rausfahren lassen. Und dafür alle anderen hier rein. Das können wir auch machen. Oder wir machen es so. Ja, hier kriege ich es auch nicht hin. Außer ich würde da die Straße. Wisst ihr was? Ich versuche das mal. Die Straße auf der anderen Seite hin zu basteln. Hier so rein fahren lassen können. Dann gibt es da unten eine kleine Straße. Das würde ja eigentlich gehen. Da geht jetzt nur die Düne. Die können dann so hier rein. Hier drüben gleich mal hier raus. Und dann brauche ich hier noch eine kleine Straße, so wie die hier. Hier irgendwie noch hier ranhängen. Weil das reicht ja schon. Müssen hier ja nur verbunden sein. Das sind sie eigentlich alle mal. Und man sieht schon, jetzt haben wir hier den Stahlauch. Werden wir dann schon noch mehr Stahl benötigen. Aber wir brauchen hier jetzt eine LKW-Linie. Und zwar wäre das LKW-Linie, die geht von hier oben nach hier hinten. Ja, und hier drehen sie wieder auf der Stelle. Was auch wieder doof ist. Dann nehmen wir noch einen Wegpunkt mit. Dass wir hier hinten lang gehen. So. Ja, das passt. Hier einmal durch. Hier oben rein, da unten raus, das ist auch in Ordnung. Aber hier könntest du ein anderes Terminal wählen. Vielleicht hier oben. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, was du machst. Ich hätte den eher hier unten reinfahren lassen sollen. Ja, im Nachhinein ist man natürlich immer gescheitert, das müssen wir noch korrigieren. Gütertruck. Werkzeuge. Mike City. Wäre das? Gut, das werden wir noch ein bisschen umbauen müssen, dass die ein bisschen anders fahren. Das
kaufen wir erstmal die LKWs. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, wir haben immer noch die hier. Mit 60 km/h haben wir noch was Schnelleres. Schon eine 100 km/h Straße haben da. Nicht wirklich. Oben wird es nur noch langsamer. Die haben 74 Emissionen, die 70, da können wir auch die nehmen. Die können sogar Werkzeuge. Dann nehmen wir mal. Ist eine längere Strecke, nehmen wir mal erstmal 5. Wir können dann immer noch verdoppeln. Das Ganze, wenn wir es dann wirklich benötigen. So, ja, eben umbauen will ich das Teil nochmals. Das ist schon ein bisschen doof. Wir können hier natürlich noch eine Einfahrt hinbasteln, dass die hier unten rein können. So rum, hier hinten raus. Können wir nämlich den da oben eigentlich mal vorerst kappen. Ja, ist logisch. Ja, jetzt ist die auch nicht mehr angeschlossen hier. Von dem her, ja, wir lassen das noch. Können wir dann vielleicht schon nur noch mal gebrauchen. Ja, jetzt ist die wieder nicht angeschlossen. Das hier muss noch mal weg, das müssen wir neu bauen. Respektive so, dass es dann auch funktioniert. Wäre noch super. Ja gut, so funktioniert es ganz sicher. Jawohl, sogar noch besser angeschlossen als vorhin. Jetzt machen wir hier aber die Straße noch komplett. Und zwar die, die hier rein soll. Die könnte auch ein bisschen breiter sein. Jetzt, ja, jetzt macht sie das, was sie soll. Jetzt haben wir die nämlich so aufgetrennt. Wir könnten hier noch den Wegpunkt setzen, dass er die Außenbahn hier nimmt. Das kann man hier noch machen. Also kleine Modifikation. So, dann düsen nämlich hier außen lang. Dann sollten die dann auch Werkzeuge bekommen. Das sieht eigentlich noch relativ human aus. Oh, aber hier füllt sie langsam auf. 154 nach Mike City Hannover. Wo wollen die denn alle hin? Ja, 123 wollen nach Mike City. Das heißt, wir müssen hier definitiv jetzt schon was machen. Natürlich brauchen wir da unten noch den Zug, damit wir die ganzen LKWs hier wegbekommen. Wir machen die Linie ebenfalls noch da drüben. Und du wärst dann der Güterzug. Ja, was das Doofe ist, wir haben hier keine Wagen, die Eisenerz, Kohle und Stahl transportieren können. Das ist eben ganz doof.
Kohle, Eisen, Erz zu Stahl. Umschlag. Platz. Das ist eben das Doofe. Wir müssen nur noch schauen, wie wir das am besten handeln. Was haben wir hier an Wagen? Das ist die Frage. Cargo-Wagen. Es hat eben keine Wagen, die eben alles transportieren können. Die können zwar auch Baumstämme und Stahl und Bretter. Die Rungen wägen. Ja. Nee, es gibt glaube ich keine, die das momentan können. Nö. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Ich werde schauen, ob ich da noch Wagen finde. Wir stehen auch wieder 17 Passagiere bereits. Auf der Linie. Okay. Ja, vielleicht finden wir da noch irgendwelche Fahrzeuge, die das können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss, euer Mike.